Hallo und willkommen zurück zu Jagged Alliance 3 und dieses Mal werden wir uns den Herren hier mit der tollen grünen Mütze ansehen, Colonel Fachheuch oder so, und seine 28 Freunde, die sich hier in diesem Bunker verbarrikadiert haben. Und ja, wir müssten da auf jeden Fall kämpfen. Ich hatte die Zone einmal gestartet und hatte da auch direkt... also der Kampf ist auf jeden Fall nicht einfach. Da sind halt Mörsertypen, die einen sofort mit Gasgranaten bearbeiten. Und hier haben wir das Problem, dass wir sehr eingeschränkt sind, wo wir uns... ja, bewegen können. Also, wir müssten gucken, wahrscheinlich, dass wir möglichst schnell in ein Gebäude reinkommen, weil uns ansonsten diese Gastypen, ja, also die Gasgranaten, uns immer weiter den Weg zubauen. Also, da müssen wir mal schauen. Legen wir mal los. Wieso ist der im Licht? Ist immer im Licht. Naja, okay, Einsatz. Ja, und hier haben wir dieses dämliche... diesen dämlichen Scheinwerfer. Wahrscheinlich wird das tagsüber wieder einfacher. Und da müssen wir mal gerade schauen. Ready. Da ist eine Mine irgendwo. Moving quietly. Okay. Old Lem will sneak up on him. Going. Still undetected. Da, die kann der direkt mal mitnehmen. There is a trap here that must be avoided. Ja. Stealth mode. Shh. Yeman. Und weiter. Da haben wir jetzt einen Typen, der sollte aber kein Problem sein, denke ich, solange wir hier aus diesem Zeug raus sind. So. Vorausgesetzt natürlich... oh, wieso? May the spirits hide me from da müssen wir mal die Waffen nachladen. Ich verstehe nicht ganz, wieso man da zweimal auf Nachladen klicken muss. What? Silently. Oh, und eine Sache, die hat zweimal... also es ist eigentlich alles voll, was die hat. Das ist eigentlich Quatsch. Da müssen wir mal schauen, dass wir das etwas umverteilen. Wir werden das andere jetzt nicht weggeben. Aber... ja, das ist sowieso alles auf 100%. Die Rüstungen können wir noch umtauschen. Damit die danach wieder was zum Reparieren hat. Dann haben wir noch einen Helm. Ja. So, aber der... der Angriff hier, der muss auf jeden Fall passen. Ready. Das machen wir mit ihm. Quiet. Aiming. Heimliches Töten ist auf Max. Wenn er denn trifft. Das hat geklappt. Going undercover. Und dann gehen wir da rein. Silently. Natürlich, wenn der jetzt gesehen wird, dann hätten wir da auch ein Problem. Also am schönsten wäre es, wenn wir die, die Mörser-Typen, die hier auf jeden Fall irgendwo hängen, wenn wir die aufspüren könnten und erledigen könnten, bevor wir den Rest quasi angehen. Also da haben wir einen Soldat, da ist anscheinend auch ein Scheinwerfer. Ja, es ist halt überhaupt nicht nachzuvollziehen, was ein Scheinwerfer ist und was normales Licht ist. Also wir könnten versuchen, in das Gebäude reinzukommen. Oder da in das Gebäude. Ich würde sagen, wir gehen erstmal dahin und hoffen, dass das kein Scheinwerfer ist. Okay. Die beiden sind wahrscheinlich zu nah zusammen, als wenn das funktionieren würde. Das heißt, er müsste hier vorbei. Das ist ein Sapeur.
Vielleicht bewegt der Typ sich aber auch. Darmband Feldmörser. Der bewegt sich nicht. Going low and slow. Der macht die Patrouille. Wenn der da hochlaufen sollte. Going low and slow. Yes? Dann müsste der wahrscheinlich. Vielleicht kann er da auch die Leiche um die Ecke sehen, das weiß ich nicht. Moving. Nachladen. Okay. Yes? Wir ziehen den so weit wie möglich. Auf jeden Fall von dem anderen weg. Ja, das muss passen. Wir kriegen. Es ist kein. Nicht sicher, dass wir den töten hier. Aber. Das hat gepasst. Okay. Yes? Silently. Okay. Quiet. Sergeant, Sergeant, Soldat. Hier ist keine Tür. Wir müssten, wenn, dann da rein. Da kann aber natürlich auch sein, dass da welche drin sind. Ja, oder wir versuchen da reinzulaufen. Aber das kann genauso gut sein, dass da jemand ist. Ist natürlich nur da, damit wir die, damit wir die Mörser nicht abbekommen. Wenn wir natürlich die Mörser vorher ausschalten, wenn da jetzt noch einer ist. Sapeur. I am but a dream in a slumbering world. Sergeant. Da liegt eine Lampe drauf irgendwie. Um die da zu beleuchten. Ja, das ist. Ready. Moving. Da müssen wir mal gucken, ob das ist Gefrickel. Okay. Okay. Also da kommen wir hin. Das ist ein Speer. Wir sollten in das Gebäude reinkommen. Wir hätten aber dann drei Türen. Fällt mir jetzt nicht so gut. Ja, die anderen Eingänge wären natürlich besser gewesen, aber können wir uns jetzt auch nicht mal aussuchen. Okay, also da werden wir mal erst hier hinlaufen, an dem vorbei. Das müsste eigentlich noch gehen. May the spirits hide my footfalls. Slow. Nein, der sieht uns. Oder, ja, fängt an, uns zu sehen. Len. Old Len will sneak up on him. Der wird wahrscheinlich die Schmerzensschreie hören, wenn wir den erschießen. Ist das hier ein Scheinwerfer? Ich weiß es nicht. My approach will go unnoticed. Wir können aber auch. Nein! Ah! Ja, Schnitt und neu geladen, weil das Spiel abgeschmiert ist. Still undetected. Da habe ich mich doch tatsächlich hingelegt. Das ist echt eine Sache, die müssten sie dringend per Hotfix beheben. Das geht eigentlich gar nicht, dass sie das so lange im Spiel lassen. May the spirits hide my footfalls. So, also, der Plan war, sich hinzulegen. I will move silently. Und dann hier ganz langsam rüber zu robben.
Mhm. Quiet. Da steht auch jemand. Old Lan will sneak up on him. Meltdown, 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 Meltdown. Being quiet ain't my strong suit. Dahin. Silently. Du auch. I am but a dream in a slumbering world. Okay, sind wir wieder aus der Reichweite. My approach will go unnoticed. Quietly. Da haben wir Licht, da dürfen sie halt auch nicht rein. Feldmörser, okay. Den sollten wir dann ausknipsen. Und dann vielleicht uns hierhin zurückziehen. Schauen wir mal. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir da hinten hinkommen. Meltdown, aber die sollte. Ja, genau. Barry. Okay. Haben wir das? Und aufstehen. Da ist ein Scharfschütze im Zelt. Okay. Dann. Oh, da sind auch noch mehrere. Scharfschütze, Soldat, Speer. Ja, wenn die jetzt natürlich zu uns hinkommen, hätten wir möglicherweise schnell ein Problem. Da kann man zwischen. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Möglichkeit wahr. Ich hoffe, dass der nicht durch das Zelt sehen kann. Mhm. Hier werden wir aber ein Problem haben. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Teil schon mit dem Hochklettern. Wenn man hochklettert, kann kein Stealth-Angriff durchgeführt werden. Und das hieße, what? Quiet. Dass wir dann ja quasi da hängen und nicht okay. Wegkommen. Also müssen wir mal gucken, wie gut wir das hinbekommen. Erstmal hier einen verhältnismäßig guten Stealther, also von den Werten her. Die haben natürlich alle keine Werte dafür. So, das ist hier sauber. Dann Beweglichkeit, der müsste auch gut sein. Da können wir nicht hin. Okay, der muss dann nach hier oben. Hier ist niemand. Okay. Okay, Nummer 1. Dann nehmen wir den Q. I am but a dream in a slumbering world. Okay, dann. My approach will go unnoticed. Ich weiß nicht, wie viele Aktionspunkte der da noch übrig hat, aber wir können das probieren. I will strike from the shadows. Heimliches Töten. Na, es kostet nur 5. Wobei, in dem Moment. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, weil der auf den Hals, weil das eine niedrigere Chance ist und die sowieso tot sind mit dem Angriff. Nee, sind sie nicht. Okay. Naja, gut, das sollte aber trotzdem. Okay. Okay, also erstmal werden wir den jetzt umschießen. Der ist sichtbar. Okay, stehen wir hier auf. Ja, da müssen wir einfach nur treffen, dann ist gut.
So. Der muss natürlich jetzt abhauen. Und wir müssten gucken. Aber ich glaube, den da unten, den könnten wir sowieso nicht erreichen, nicht sehen. Naja. What is your wish? Der kann halt. Der hat da jetzt noch die Gratisbewegung. Aber der hat zu wenig Punkte übrig. Also der wird dahin. May their bullets not find me. Und I am but a dream in a slumbering world. So. Und der legt sich hin. Der Typ wird wahrscheinlich wieder hochkommen. Going low and slow. I will try to become hard to see. Stealth mode. Ich denke, das Sinnvollste, was ich hier machen kann, ist, die Position abzusichern. Going. Still undetected. Ich hoffe, dass der nicht von dem angegriffen werden kann. Won't see a thing. Die kann im Kopf treffen. Dann machen wir das. Mhm. Mm. I'll do it as quiet as I can. Das dürfte ja, viel zu weit weg sein, aber wir können da Punkte sammeln. Mal gucken, ob der jetzt wieder hochklettert. Get into position. Nee. Einer vom Team ist sichtbar. Also kann es theoretisch schon sein, dass sie da hinschießen. Und es könnte auch sein, dass die da noch Mörserleute haben. Na, ist schon ein bisschen weit, ne? Also vor allem mit dem Maschinengewehr sehe ich jetzt nicht, wie der da treffen soll. Na, da haben sie noch mehr Mörserleute. This is a bad place to be right now. Okay. Wir haben ein bisschen Navigationsspielraum, aber auch nicht viel. Und da haben wir auch keine Möglichkeit. Es kann Sinn machen, wenn wir jetzt hier alle rauslaufen. Wir könnten nach hinten gehen, aber das hier wird immer weniger Platz werden. Das wird, glaube ich, langfristig nicht gut gehen. Wenn wir den bewegen... Wieso soll das... Ach, der kann da nicht runterkriechen. Ja, ist okay. Ja, ich würde sagen, da gehen wir ganz schnell weg. Wir wechseln die Waffe. May the spirits grant me safe passage. Können wir hiermit runter? Ja. Wir können da runter und da runter. Wir machen das. Ja, das ist natürlich sinnfrei, aber wichtig ist, dass wir den da unten noch einmal treffen. Ah! Das war nichts. Okay. Ein Feld weiter, damit er die anderen nicht blockiert. Und runter. Being quiet ain't my strong suit. Die hätte halt potenziell... Ja, also da müssten wir... Müssten komplett da... rauslaufen. Ready. Wir haben hier den Vorteil, dass der eine Granate für quasi umsonst werfen kann. Das heißt, den Vorteil sollten wir wahrscheinlich nutzen. Das ist eine Gratisbewegung.
Das war nicht meine Beabsichtigung. Going right now. Okay. Ja. So. Hey, not bad. Maybe you're not such a dumbass after all. The Lord smiles upon you, brother. Es kann natürlich sein, dass sie dann da hochklettern und bösartig werden. Wir kommen da auch nicht mehr komplett raus. Going. Still undetected. Wie weit kann der laufen? Der kann da auch nicht mehr runter. Okay. I will do. Das ist das Beste, was wir hier machen können. Stealth Mode. Der kann da runter. Go, go, go! Now that we have them lined up for shots, it'll be easy. Die kann auch runter und der, die da, die hat Meltdown immerhin here. Mehr Punkte, ja. Gotta get my ass relocated. Und where to? Du gehst dahin. I'll be strolling. Okay. Und yes? Mit dem da könnten wir uns dann noch hinhocken. Moving to position. Natürlich besteht die Chance, dass der noch da getroffen wird, aber ich weiß nicht, ob die da jetzt auch selber ins Gas reinlaufen. Jetzt schnelle Reflexe. Sniper! Okay. Aber was war das für eine Aktion? Daneben. Aber ja, die müssen wieder weg. Also wir sind jetzt hier die ganze Zeit am Laufen, bis wir... Da ist noch einer. What? Also sind das insgesamt vier, die damit hantieren. Ja, das ist natürlich schon eine, also ein bisschen fies. Go where I am led. Ja, und da hatten wir einen gesehen. Yeah, yeah, I'm going. Dahinter steht doch einer, oder nicht? You're the boss. Ja, genau. Mhm. Yes? Der wird den aber natürlich nicht erledigen yes? können. Hello. Ich meine, der Vorteil hier ist ja, wir könnten auch da runterspringen. Wenn ich das jetzt aber mit dem Moment Barry. Das wird nicht funktionieren. Also hatte ich, glaube ich, eben kurz irgendwie drin. Aber, ne. Okay, da werden wir hier erstmal irgendwo
Wie viel braucht er zum Werfen? 6, also viel zu viel. Dann käme der nicht mehr weg. I will go presently. I will try to become hard to see. Sir. Rauchgranate. What? Da hätten wir noch und der braucht halt nur einen Punkt zum Werfen. Moderate Chance auf Missgeschick. Ich mach das jetzt einfach. Ja, schwer verletzt. So, der muss jetzt aber dann auch dahin laufen. Dr. Q hier. I be listening. Move in. I be sneaking. Er hat da keine Punkte mehr für. Könnte wechseln, aber ich glaube, damit kann man auch keinen Overwatch mehr machen. Probier das mal hier. Das ist zwar noch ganz knapp da drin. Stealth Mode. Aber dann könnte der hier einen Overwatch machen. Nehmen wir mal den Q. Darunter. Laufen und schießen, kein Ziel. Hat sie dann noch 3 Punkte übrig? Wir probieren das mal so. Ne. Aber der kann jetzt hier runter. Old man will sneak up. Der kann natürlich auch versuchen, Meltdown anzugreifen, aber sobald er nach vorne gehen sollte, wäre er im Eimer hoffentlich. Ich wechsle mal aus. Ja, doch, das funktioniert noch. Meltdown hier. Okay. Ja, auch glaube ich merklich viel Munition, also da kann man dann machen, was man will. Okay. Wunderbar. Get to your positions! Ich weiß nicht, wie ich den jetzt überhaupt sehe. Vielleicht mit Meltdown, aber es ist schon ein bisschen weit. Mal gucken, wohin die jetzt als nächstes zielen. Der ist einfach tot umgefallen. Bin mir jetzt nicht sicher, wieso. Wahrscheinlich stand er in einem der Zelte, hatte selber keine Gasmaske an und ist dadurch einfach verendet. Na, mein Wegen. Ja, wir könnten das machen, aber wir sollten uns hier auf jeden Fall eine gewisse Flexibilität übrig halten. Ich meine, die könnte auch einmal schießen und dann abhauen. Dann machen wir das so. Ah, das sind noch 2 Punkte, die dann übrig sind. Wir machen das anders. Wir versuchen mit allen abzuhauen. Und quasi die Spur von dem Mörsertypen, also den zu verlieren.
dass der uns jetzt nicht jedes Mal weiter anmörsert. How can I assist? Und dann können wir irgendwo anders ansetzen oder den vielleicht direkt ausschalten. Yes? Acknowledged. Going undercover. Weil wenn wir jede Runde oder jede zweite Runde von dem Mörsertypen weglaufen müssen, das wird, glaube ich, ziemlich lästig und ineffizient. So. Alle getarnt. Wenn die natürlich jetzt alle selber ins Gas reinlaufen und dann verenden, dann ist das auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob da hinten auch noch eine Position ist, wo man hin könnte. Ready. Na, nicht wirklich. Also man könnte sich natürlich hier draufstellen, aber... Okay. May the spirits hide me from the opposition. Dann schicken wir mal einen darüber. My approach will go unnoticed. Being quiet ain't my strong suit. This plan sucks. Da ist keine. Okay. Ich dachte, da könnte man sich anlehnen. Dann würde ich sagen. Gehen wir eventuell von vorne drauf. Wir gucken mal, wir stellen hier noch wen ab. Moving quietly. Mhm. Moving quietly. Going. Still undetected. So. I am seeking cover. Old man will sneak up. Okay. Jedenfalls kommt kein Mörser mehr. Aber ich will da jetzt auch nicht hoch und dann auf einmal stehen da 3-4 Gegner und dann ist ja ungünstig. Soldat hat Folgendes gehört. Ein Schuss? Yes? Mhm. Wieso ein Schuss gehört? Okay. Was geht da vor sich? I'll do it as quiet as I can. Naja, der Rest bleibt hier jetzt stehen. May the spirits hide my footfalls. Going. Bringen wir still undetected. Den noch auf die andere Seite. Nein! Lalalalala. Das war nicht so geplant. Okay. Ready. Going. Still undetected. Hitting the dirt. Da ist ja niemand. Kann sein, dass der uns aber jetzt gesehen hat. Wenn wir den aber mit den Leuten ganz hinten wegschießen, dann können die da ruhig einmal hinmörsern, dann ist das auch egal. I will try to become hard to see. Die sind aber noch getarnt. Der unaware target locked. Schießt auf die Arme.
Nice and quiet. This sneaky shit ain't my style. Ja, da könnte man hinschießen, aber das wird die... Das wird die wahrscheinlich nicht schaffen. Das ist ein bisschen sehr weit. 36, eigentlich ist das noch in der Reichweite von der Waffe. Müsste eigentlich dann klappen. Aber ich würde lieber mehr zur Verfügung haben als den einen Schuss. Also das machen wir mal nicht. There's no way they ain't gonna see me. So. Ja, da Deckung bekommen wir auch nicht. Gehen wir da sogar noch weiter. What? Okay. Und der Rest? Wartet ab. I am but a dream. Enemy will find it is most difficult to hit me. Vielleicht kommt der jetzt auch noch runter. Wieso hat er eben einen Schuss gehört? Es sei denn, wir haben irgendwo Verbündete drin. Going. Still undetected. Aiming. Mhm. Wieder auf die Arme. Und weg. This plan sucks. Das war so nicht geplant. Ready. Okay, der Rest wartet einfach wieder ab. Moving quietly. Hitting the deck. Kann auch sein, dass wir über diese Treppe gar nicht geduckt laufen können. Wir haben jetzt... 5... Ah, ich glaube, wir haben noch keine 10 umgebracht. Quiet. Ja, springen da drüber. Mhm. This sneaky shit ain't my style. Wir müssen aber da irgendwie hochkommen. This sneaky shit ain't my style. So, der Rest wartet wieder ab. I am seeking cover. Wir müssten eigentlich jetzt wieder in Echtzeit reinkommen. Ready. Quiet. This plan sucks. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Da ist natürlich auch wieder Licht. Stealth Mode. Die werden wir hinzuziehen, sobald das entweder clear ist oder wir da Verstärkungen brauchen. Und? Okay. What? There might be more enemies inbound. Stay sharp. Mhm. I'll do it as quiet as I can. Moving. Da ist dieses dumme Licht.
Das würde die Position noch komplett erleichtern. Ready. Found one. Mhm. Scharfschütze, Scharfschütze. Ja, die werden eigentlich da Leichen sehen und dann. Oh, das Licht. Quiet. Ja, das ist fies. Macht das überhaupt Sinn, da jetzt weiter das zu versuchen? Haben wir vielleicht... Darüber könnten wir auch rein, dann müssten wir uns da aber hochkämpfen. Ich meine, da könnte man natürlich auch drüber. Aber hier uns in der Seite halten. Ich schätze, dass man da hochklettern kann. Nee, da wird man auf jeden Fall nicht drüber kommen. Okay, also es klappt soweit nicht. I'll do it as quiet as I can. Naja, doch, man kann ja einfach von unten und dann da hochklettern. Oder von da hochklettern. Und dann da. Das müsste gehen. Ja, oder wir machen tatsächlich das. Aber hier ist man auch wieder komplett im Offenen. Wir können einmal da hingehen und schauen. Yes? Vielleicht sind da ein, zwei Gegner, die wir einfach ausschalten können. Der Vorteil wäre hier. Wieso kann ich? Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da überhaupt hin können. Wir haben immerhin Kräuter gefunden. Ne, das haben die hierfür. Ne, da kann man nicht hin. Das ist blöd. Hier. Haben die echt für diesen... Ne, da kann man hin. Ja, aber die wollen jetzt da hochklettern, um den kürzeren Weg zu nehmen durch das Lager. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Quiet. I will move silently. May the spirits hide me from the opposition. Mm-hmm. Yes. Der muss als erstes so. Quietly. My approach will go unnoticed. Moving undercover. Okay. So, dann wollen wir. Also eigentlich will ich da oben. Ah, da ist einer. Das ist sogar so ein Mörser-Typ. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall da hoch. Unaware target locked. Ich puste dem direkt jetzt die Rübe weg. Wieso geht's ja nicht, ne? Going undercover. So. Sergeant Paris. Moving. Das waren aber ja zwei Leute, die uns da gemörsert haben. Quiet. Da kommen wir jedenfalls verhältnismäßig. Ah, da ist auch noch ein Feldmörser. What? Okay, wunderbar. Dann werden wir den gleich wegpusten. Yemon, quiet like. Ready. Na, ja, da muss ich jetzt, sonst wird's zu lange dauern. Beziehungsweise der wird dann weg sein.
Ja, Alert! Wunderbar. Man your stations. Ja, jemanden sterben sehen, aber wir sind weiterhin getarnt. Das heißt, da können wir uns jetzt auch einfach hinlegen und gut ist. Moving quietly. Dann holen wir hier erstmal die Leute hoch. I am but a dream in a slumbering world. So, alle hinlegen. This sneaky shit ain't my style. Moving quietly. Wir könnten den theoretisch auch direkt angreifen. Aber wir hätten nur zwei eher ungezielte Angriffe. Drei ungezielte Angriffe. May the spirits hide me from the opposition. Gucken wir mal. I am but a dream in a slumbering world. Lululula. Wir sind bereit. Mal gucken, ob da jemand zu uns hinläuft. Stellungswechsel. Sapeur. Wir werden jetzt natürlich nicht jeden mit dem Stealth-Kill umpusten können. Der wird jetzt auf jeden Fall wer sichtbar werden. Aber wir können hier auch ganz einfach eben wieder abhauen, indem wir da runterkraxeln. Die kommen uns ja auch nicht hinterher. Okay, also fangen wir hier an. Einzelschuss. Mhm. Er lebt zwar noch, aber... My approach will go unnoticed. The opposition's inattentiveness will be ja, da wird wahrscheinlich nicht viel durchkommen, aber probieren wir das erstmal mit einem. Mit dem aus. Auf den Kopf. Okay. My approach will go unnoticed. Dann. Moving quietly. Haben wir den Typen. Der hat aber nur ein. Yes? Mach mal anders. Dann gehen wir mit dem darüber. Going. Wir können sowieso. Enemy does not see me, but ja. I have good chance to kill. Prop just. Super. Prop just. Being quiet ain't my strong suit. I'll do it as quiet as I can. Ja, können wir treffen. Auch weg. Und damit sind auch erstmal wieder alle ausgeschaltet. Die ist jetzt sichtbar geworden. Die anderen sind alle noch getarnt. Okay. Yes. Wir könnten auch jetzt hier irgendwo overwatchen. Das macht da jetzt auch keinen... Kein Unterschied. Wir gewinnen nichts dadurch, wenn wir es nicht machen. May the spirits hide me from the opposition. Moving quietly. So. What? Es will aber keiner kommen. Na gut. Yes? Old Len will sneak up on him.
moving quietly. Dann zoomen wir uns gleich den nächsten für den Moment. Moving quietly. Bleiben wir nochmal hier, solange. Ey, können wir da hin? Wenn man es schafft, das anzuwählen. Ich glaube, das ist mir zu blöd dahin. Doch, da hat geschafft. I will shoot at enemy when available. Ach, da hätte ich noch auf. Sichtfeld von Feinden. Old Lan will sneak up on him. Dann warten wir da jetzt erstmal mal ab. Es kann sein, dass da hinten wer. Ah ja, okay. Oh, Lan getroffen. Den haben die aber gar nicht gesehen. Das war wohl ein versehentlicher Treffer. Okay. Das ist der Colonel Fachheuch. Wie lang ist denn sein Overwatch? Sehr lang. It is wise to seek assistance with the threat I am facing. Probability of success is low. Where to? Die sind alle nicht mehr getarnt. Sir, I await your command. Das macht mit dem keinen Sinn. Wir müssten. You got my undivided attention. Machen wir den. Ja, ist okay. The state of my equipment is not good. A mechanic should take a look. So. Jetzt werden wir mit dem da runterlaufen. I be listening. Na, fangen hiermit an. Die da jetzt weiter anzugreifen, macht, glaube ich, keinen Sinn. You want something? Dann gehen wir halt. Yeah, yeah, I'm going. I await your command. Da würde der sogar schießen. Okay, machen wir das. Sterbt doch alle! Das ist eigentlich eher Munitionsverschwendung, fürchte ich. Okay. Der kann immer noch laufen. I shall go. Das kostet zu viel, sonst hätte ich da noch eine Granate hingeworfen. Der kann eine werfen, weil der das so günstig kann. Acknowledged. Mhm. Granaten-Missgeschenk. Okay. Das war nichts, aber wir haben uns dann doch selber verletzt. You got my undivided attention. Und yes, sir. Es kann sein, dass sie da hinlaufen, möglicherweise Vicky treffen können. Ich hoffe, I be listening, dass das nicht passiert. Come on, you merd! Shoot them already! I have to do everything myself. Mary Unger. Okay, wunderbar. I be listening.
Das ist gratis. Wir nehmen erstmal den da raus. Team Bravo, provide covering fire for extraction. Team Charlie, prepare my barge. Hey, I ain't finished with you yet. Da wird nichts mehr mit Boot werden. The hell you want. So, der Rest kann da vorbeilaufen. Was war denn das? If you lay down your arms, I promise to show you how to use them. You want something? Dann kann die nicht mehr weiter. Nehmen wir erstmal. Hello. Na, der auch nicht. With certainty. Wenn der jetzt wirft, dann kann er sich auch nicht mehr bewegen. Good position to shoot. Ja. Meltdown here. Gratis Bewegung. Oh. Oh, das ist mal eine Gratisbewegung. Moving to position. Target locked. Stark. Ist natürlich immer noch nicht optimal. Ja, auf Seite. The hell you want. Ja, dann laufen wir da weiter. You got my undivided attention. Und der kann auch nicht. Moving. Das heißt, der muss jetzt hier weiterlaufen und kann mich aber wahrscheinlich auch überhaupt nicht angreifen, weil ich dafür im falschen Winkel stehe. Trappel, Trappel, Trappel. Ich hoffe, dass der jetzt nicht tatsächlich abhaut. Yes. Gehen wir mit dem vor. Der hat halt diese ganze Gratisbewegungsgeschichte. Wir sehen da oben aber gerade niemanden. How can I assist? Au! Aha. Interessant. Enemy has good visibility. Ungenau, sehr gut. Yes. It's a good position. Squeezing the trigger. Na, ah, was war das denn? Orders. Go, go, go! That's it. Ja, fast tot. I should have joined the Navy. Where to? Orders. Na, da hätte ich noch einen Punkt mehr übrig lassen sollen. You want something? Nehmen wir gotta get my ass relocated. Das mal grad und dann schießen wir auf die Brust. Nein! Okay. Borders. Baue ich mir das jetzt ein bisschen zu. Der Q müsste jetzt Dr. Q das rausholen. Der hat immerhin eine super lange Gratisbewegung. You got my undivided attention. Okay, dann gehen wir mit dem dahin. What is your wish? Der kann erstmal go where I am led. Dahin. Einmal nachladen. Jetzt trifft doch mit einem Schuss, bitte. The enemy is in the open.
Da, ihr Helden. Immerhin trifft der nichts unbedingt, aber der Q ist natürlich da jetzt auch eher gefährdet. Das ist mal ein Schütze, ey. Okay. Take control of the battlefield. Ach, der. Okay. Der ist gestorben da oben. Wieso ist denn der gestorben? Oder war das ein anderer und es ist nur die Leiche, die noch da liegt? Ein bisschen weit. Yes? Das sieht schon aus wie die Leiche von dem. Ich kann mich aber jetzt auch nicht dran erinnern. Also ich meine, der hätte aber noch stark oder was gehabt. Also, weiß nicht. So. The inescapable will of fate flows through me. You may just turn out to be alright. May the spirits hide me from the opposition. Müssen geschlagen werden. Okay, dann gehen wir wieder nach vorne. Easy and quiet. Yeah, I'm going. May the spirits hide me from the opposition. Boot fertig machen, ja. What? Da steht tatsächlich ein Boot. I will try to become hard to see. Okay. Dann rücken wir mal vor. Silently. Es sind immer noch Feinde da. Okay, dann gehen wir mal zu diesem Boot. Hostile in sight. Scharfschütze, ja. Quietly. Ich glaube nicht, dass das der. Mann, der stand halt da. Aber war da vorher ein anderer mal? This sneaky shit ain't my style. Wir könnten natürlich auch da rein. Vielleicht ist er auch wieder zurück da reingelaufen. Okay. Ich gehe wieder zurück und guck mich da erstmal um. Ah, da ist er doch. Er ist vielleicht tatsächlich da zum Boot gelaufen. Moving quietly. Scheint Licht zu sein, aber. Going low and slow. Ich probier's mal. Der hat die Leiche jetzt gefunden. Und das scheint keine Sichtblockade zu sein. My approach will go unnoticed. My approach will go unnoticed. Das ist ja so eine dumme Türe, die man versehentlich anklicken wird. May the spirits hide my footfalls.
still undetected. Der geht auch mal nach hinten. Ah, vielleicht können wir den als Notangriff noch verwenden. Silently. This sneaky shit ain't my style. Being quiet ain't my strong suit. Okay. Stealth Mode. Jetzt muss ich wieder den. Ich speichere mal. Ich muss jetzt wieder den Echtzeitmodus starten, dann mich hinlegen. Und dann wieder pausieren. Damit das Spiel nicht stecken bleibt. So. Ready. Und jetzt legen wir hier los. Mhm. They found us. Da haben wir halt auch noch Gerümpel, also möglicherweise sind wir vor denen. Jemand, quiet like. Na, die sind noch am Schlafen. Not even if I was standing in front of them. Schwach. Die hätte sowieso wechseln sollen. This sneaky shit ain't my style. Rather do it face to face. Can see the fear in their eyes. This pain is nothing compared to what I will do to you. Ja, 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 ist ja klar. Clear shot from undercover. Moment, wir haben vielleicht noch. Meltdown here. Where to? Genau. It be killing time. Das können wir mal machen. Stealth mode. Und dann könnte der, wenn er dann trifft. Ja. Schwer verletzt. Ja, und das meinte ich jetzt mit Backup, aber ich bezweifle. Moment, kann der die so. Nein, kann er nicht. Sir. Moving quietly. Lalalala. Jetzt aber. Ja, der hatte eigentlich jetzt nicht mehr so die Gelegenheit, noch seinen Spruch abzulassen, aber okay. Und hier scheint auch niemand mehr zu wohnen, aber. How can I assist? Okay. Dann kriege ich nochmal wieder zurück. Yes? What? Going undercover. You've got my undivided attention. So, dann müssen wir mal gucken. Die sind noch am Schlafen, aber. Okay. Let's kill some dumbasses. Die sind nicht aufgewacht. Ja, aber den da zu treffen. Okay, es funktioniert. I'll be listening. Nice and easy. Nee, aber wir können die Position yes? hier austauschen. I'll be listening. I be sneaking. Won't see a thing. Wieso kann die denn dann nicht treffen? Hm. Das ist nicht fair. Jemand, quiet like. Jetzt geht's. Na gut. Batsch. Die sind immer noch am Schlafen. You want something? Dann schlaft mal schön weiter. Die sollten dann auch nicht wach werden normalerweise. Orders. Stealth mode. I will try to become hard to see. I will move silently.
Moving undercover. Now that we have them lined up for shots, it'll be easy. Also hier könnte theoretisch noch jemand sein, aber das halten wir mal so. Der krabbelt hier auf Seite. Der ist nicht getarnt. So. Ich meine, ich kann die jetzt wegpusten. Ah, nee, Moment. Da ist noch einer. Ups. Oh. Dadurch, den haben wir trotzdem noch gekillt. Hoppla. Okay. Wir pusten die jetzt auch noch um, wenn wir das hinbekommen. They never saw me. I'll do it as quiet as I can. I'll do it as quiet as I can. Und plopp. Going low and slow. Wenn der jetzt aufsteht, hat er... Den gehen wir mal raus. Na, der kommt nicht weiter. Dann hätte ich den liegen lassen müssen. Aber gut. I shall keep vigil here. Falls da jetzt einer hingelaufen kommt. Also der kann ich sogar sehen da. Mal gucken. Aber ich vermute, dass da jetzt noch wer kommt. Take positions and get ready. Aktion. You got my undivided attention. Ja, da gehen wir aber jetzt mal weg. Target visible. Na, mach mal den. Plum. Und weiter zurück. Können wir aber nicht mehr sehen. Das heißt, ich kann auch nicht auf den Kopf zielen. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, es reicht nicht. Das macht dann auch keinen Sinn. Moving quietly. Yes? Moving. You got my undivided attention. Okay, das war's dann soweit. Der kann mal hier vorbeischauen. I am but a dream in a slumbering world. Look alive! We are under attack! Hallo? Das war so nicht geplant. I will try to become hard to see. Moving quietly. I cannot get good shot. Jetzt haut er da auch noch ab. What is your wish? Understood. Schmidt. Make that your standard from now on. The Lord smiles upon you, brother. Silently. Falls der da hinkommen sollte, pusten wir den um. Yes.
Der kann nichts mehr machen. What? I await your command. Ich darf das Teil nicht vergessen. Na, läuft natürlich daneben. Aua! Ready. Okay, aber das ist natürlich jetzt kein Ding mehr. That one went down nice and quiet. Mhm. Barry hat Stufe 6 erreicht. Dr. Q here. I am but a dream in a slumbering world. The enemy will find it is most difficult to hit me. Ich meine, in dem können dann auch noch welche drin sein, wenn der Typ hier die ganze Zeit gestanden hat und nichts davon mitbekommen hatte. Go, go, go! What? Jemon, quiet like. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich da was hin ausrichten sollte, aber... How can I assist? Moment. Yes? So. Ja, das war Krachbumm. Explosives Fass ist detoniert. Hier haben wir auf jeden Fall ein schönes Löchlein reingezaubert. Okay, dann gucken wir mal. Klopfen wir mal hier in den Zelten an. May the spirits hide my footfalls. Die Wand wurde hier oben ausgebessert, aber die... Was? Konstruktion wirkt nicht besonders stabil. Okay, hätte man wahrscheinlich dann sprengen können oder so. Wie dem auch sei. Going. Still undetected. Da... brauchen wir wahrscheinlich Going. Nichts... aus der Richtung aktuell zu befürchten. Es kann sein, dass die im Gebäude noch sind. Die sind Matsche. Also da sollte auch nichts mehr sein. Aber da hinten könnte natürlich noch jemand sein. Slow. Hitting the deck. Na, okay. Careful. More enemy exist in region. Mhm. Dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal das Gebäude an und stellen sicher, dass hier niemand mehr wohnt. Moving undercover. Hackbar, das können wir direkt mitnehmen. Silently. There's no way they ain't gonna see me. Aye. We should check this out. Mm-hmm. Führungsqualität check fehlgeschlagen. Der Len müsste dann. The Caesar Shift is the oldest code in the book. And the book is right here. Naja, wir haben genug Beweisstücke gefunden, um Corazon zu belasten. Da habe ich gerade das Achievement für bekommen. Die Caesar-Verschlüsselung ist ein sehr alter Code und sie steht hier in diesem Buch. Ja. Der Papierhaufen ist in einem veralteten Militärcode geschrieben. Der Code ist eine direkte Kopie der Caesar-Verschlüsselung, von der ein Beispiel im Buch daneben zu finden ist. Über den Gallischen Krieg von Julius Caesar. Auf den entschlüsselten Papieren stehen anscheinend Gespräche von Corazon Santiago und Colonel Fachheuch geschrieben. Stealth Mode. Mhm. I will move silently. Okay. There's no way they ain't gonna see me. Da wird aber vermutlich niemand drauf sein. Ich vermute, dass die dann da sind. Möglicherweise sogar in den Gebäuden drin. Moving.
I am but a dream in a slumbering world. May the spirits hide my footfalls. Vorsichtig. Quiet. Wieso ist die Hand am Wippen und die nicht? Vielleicht ist es mal die letzte. Silently. Ja, ist sehr gut möglich, dass der da drin steht. Da sollten wir jetzt erstmal warten, dass wir alle dabei haben. Silently. Und dann. Hallo. Gucken wir mal da in den Winkel rein. Ne? Moving. An enemy blocks our path. Den sehen wir durch irgendein Fenster oder so. Okay. Unten ist der drin, Sergeant. May the spirits hide me from the opposition. Da ist so ein Lichtkegel wieder. Das ist wahrscheinlich jetzt zu spät. My approach will go unnoticed. Nein, ist nicht zu spät. Okay. May the spirits hide me from the opposition. Aber das ist blöd. May the spirits hide da dran zu kommen. Okay, da müssten wir. What? Quiet. Ich nehme den mal dahinter mit. Yes? I am but a dream in a slumbering world. So. My approach will go unnoticed. The enemy will not expect this. Oberkörper. Und die ziehen wir hinterher. Das sind zwei. Okay, machen wir es trotzdem so. What? Hallo. Ready. Wir können jetzt sogar mit dem auch schießen. Und dann müsste der Q den gleichzeitig. Ja, genau so. Wir sind beide noch am Leben. Confrontation is inevitable. Attack with the army, damn it! What is your wish? Dann gehen wir mal auf Seite, würde ich sagen. Ready. Der muss auch auf Seite, der kann auch draußen bleiben. Going right now. I be listening. Squeezing the trigger. Auf die Rübe. That's good shooting. Vielen Dank. Der nächste. You got my undivided attention. Moving. That's it. That's it. That's it. Wir haben immer noch wen? Dr. Q hier. Oh. Ja, wegen diesem dummen Licht da. Aber da ist gerade keiner mehr, der uns da. With certainty. If that is your wish. Okay. Moving quietly. Gut. Dann kann ja moving eigentlich. Na, wobei hier. Könnte auch noch wer sein, oder? Kann man okay. Aufs Boot? Ja. Gut, da müssen wir wohl wahrscheinlich eh vorbei. Es könnte auch sein. Wir klettern mal da oben drauf. Ich glaube, dann können wir sogar darüber gucken. We have enemy. Wo ist denn Enemy? Da. How can I assist? Sir, old man will sneak up on him. This sneaky shit ain't my style. Damn, you're bossy. I be listening. I be strolling.
easy and quiet. Going undercover. I await your command. Okay. Yes? My approach will go unnoticed. May the spirits hide my footfalls. Quietly. My approach will go unnoticed. What? Und dann stellen wir den ein bisschen hier auf Seite. I am but a dream. The opposition's inattentiveness will be their downfall. Boop. May the spirits hide me from the opposition. Anscheinend waren sie das immer noch nicht. Wir haben jetzt hier oben aber noch ein Kämmerchen. Na gut, da wird wohl auch niemand drin sein. My approach will go unnoticed. I wonder what this is. Hm. Okay, dann bleibt ja eigentlich nur noch das hier übrig. Silently. Da haben wir jetzt wahrscheinlich schon runter gucken können. Glaube ich nicht, dass da jetzt noch jemand ist. Ah, Moment. Da sind zwei sichtbare Feinde. Drei sichtbare Feinde. Okay. There's no way they ain't gonna see me. Ja, haben die sich ja ein schönes Plätzchen rausgesucht. Where to? Going. Still undetected. Dr. Q here. What? Quiet. Sir. Old okay. Level sneak up on him. Shh. So. I'll do it as quiet as I can. Ich schätze, das Beste wird hier sein. Da. There's no way they ain't gonna see me. Einfach komplett drauf zu ballern. Going. Still undetected. Silently. Komplett offen. Ready. My approach will go unnoticed. Der geht mal Sir? Nah ran. Moving. Der kann eventuell noch was mit dem Messer dann nachjustieren. Mhm. Moving quietly. I will move silently. Good odds of killing enemy without okay. detection. My approach will go unnoticed. What? Der wird gesehen. May the spirits hide my footsteps. Gar nicht mehr. Going. Still undetected. So. Dann würde ich sagen, legen wir los. Möglicherweise treffen wir sogar mehrere gleichzeitig. Hm. They found us. Alert! Man your stations! This sneaky shit ain't my style. Rather do it face to face. Die sollen wir treffen können. Quietly. Yemon, quiet like. Focus, Miss Waters. Be one with your weapon. Mm-hmm. Sir, I've got a clear shot. When mind and body are one. Und der hintere wurde auch schon getroffen. I have no clear shot. Wir müssen nicht nur auf die Rübe zielen. My approach will go unnoticed. Den nehmen wir aber als letztes. Meltdown haben wir noch. I'll do it as quiet as I can. I'll do it as quiet as I can. Fast tot. We got some shots on target, but we can push harder. Ja. I am wounded. Da können wir hinlaufen und dann können wir hier diesen Charge-Angriff machen. Ah!
Okay. Wunderbar. Jo, das haben wir geschafft. Und da haben wir noch eine Mail von Emma LaFontaine. Ich habe soeben vom Tod von Colonel Fachoich erfahren. Ja, das hat sich sehr schnell rumgesprochen. Und es ist mir ein wenig peinlich zuzugeben, dass ich nichts als Erleichterung verspürt habe. Er ist ein gefährlicher Mann. Ich weiß, dass er in der Armee viele Unterstützer hat. Wenn er nicht mehr da ist, um für Ärger zu sorgen, wird es um ein Vielfaches einfacher sein, dieses Elend zu richten und zu verhindern, dass Grandchien noch einmal im Chaos eines Bürgerkriegs versinkt. Darf ich euch darum bitten, euch schnellstmöglich um die Rettung meines Vaters zu bemühen? Ja, ja, ja. Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Ich warte angespannt auf Neuigkeiten zu ihm. Ja, das ist halt jetzt hier, ne? Erledigt. Mehr Beweise, noch mehr Beweise benötigt. Dr. Q. Okay. A wise plan. Aber, das ist jetzt schon, nähert sich schon fast jetzt einer 2-Stunden-Folge. Deshalb, ich will das jetzt auch nicht splitten, aber ich werde jetzt an der Stelle dann auch erstmal einen Schnitt machen. Und dann werden wir beim nächsten Mal diesen ganzen Krempel noch looten. Und dann werden wir... Listen up, kid. Oh. I want you to take a few of your boys and go to a flower shop in Port Cacao or Fleet Town. Do they have diamonds there, boss? What? No. Pay attention. You'll buy some flowers, and I mean pay for them, with actual money, and then send them to Corazon Santiago. Oh, I understand. The bomb in the flowers trick? No, no bomb. Just a card. Sign it from AIM with love. You got it? Ah, the old... Love trick, eh, boss? Something like that. Ja, nochmal eine schöne Referenz zu Jagged Alliance 2 gewesen, wo man das ja auch machen konnte. Okay. Ja, dann werden wir mit denen als nächstes hier rüber und Wassergrab zurückerobern und die restlichen Zombies wegpusten. Und hier werden wir dann auch wieder die Insel erobern. Ich vermute, dass da jetzt so viele nicht sind. Vielleicht müssen wir ein oder zwei Sachen nochmal erkämpfen. Aber ich glaube, das geht verhältnismäßig schnell. Und dann ziehen wir hier rüber und gehen den Rest an. Also ich denke, wir haben... Naja, da wird noch eine ganze Menge wahrscheinlich sein. Aber ich glaube, wir sind ganz gut dran. Das soll's. Und wir sind auch wieder mit dem Geld... ja, naja gut, das ist eben im Endeffekt wurscht. Also, das war's für dieses Mal. Neue Folgen immer täglich. Gerne auch den Kanal abonnieren. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.